Ja, Leute, es ist soweit und zwar ein weiteres Duell von Anime-Duellen und heute gibt es ein historisches Duell, denn Mai Valentine tritt an gegen Marik. Ich spiele Marik und CK Phoenix wird Mai spielen. Bedeutet also, wir haben hier ein Battle City Turnier, was wir hier quasi nachspielen. Ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Wie immer, dies ist ein Best of Three. Bedeutet also, um das ganze Match zu sehen, müsst ihr zu CK Phoenix rüber, wird auch unten verlinkt und natürlich auch in der Endcard. Und wie immer, wollen wir uns erstmal das Deck angucken. Da sind wir auch schon beim Deck und bei Marik haben wir eine Besonderheit. Wir wählen hier immer die besten Karten aus, die dieser Charakter gespielt hat. Bedeutet also, wir cutten auch einige Karten weg. Und das Besondere bei Marik ist, er hat gar nicht so viele Karten ausgespielt. Heißt, wir kommen gerade mal über plus 40 so ein bisschen und von daher konnte ich gar nicht so viel wegcutten. Bei Monstern zum Beispiel konnte ich 2 Karten wegcutten. Das war's. Der Rest muss man spielen, sonst haben wir keine Monster im Deck. Kleine Anmerkung hier, ja, ich spiele Death und Shocker, das sind beides Manga-Karten, bedeutet, die wurden nicht im Anime gespielt, dafür wurden eben Beine und Arme gespielt, aber im Manga wurden die gespielt, ist okay, ist alles super, Seeker hat dem auch zugestimmt. Bei den Zauber- und Feindkarten hatten wir auch nicht so viel Auswahl, aber wir haben doch sehr starke Karten, auch dann wir haben Wiedergeburt, Topf, wir haben Feuriges Begräbnis, was schon mal super gut ist, wir können uns ein Spell suchen oder recyceln, was nicht verkehrt ist natürlich, und auch fallentechnisch, wir haben Murphos, was natürlich unglaublich stark ist, Altraumrad und metallisch reflektierender Schleim, was eine komplette Wall ist und gerade eben natürlich mit dem ägyptischen Götterschleim ist es am Ende natürlich dann auch noch ein guter Beatstick, also gute Angriffskraft. Ich würde sagen, das Deck lässt sich doch sehen und wir gehen natürlich jetzt direkt ins Duell. Los geht's! Yes! Also mal gucken. Oh, toll. Ja. Hm. Okay, ja dann. Ja, okay. Ja, ich wollte Ra als Mate nehmen. Ist ein bisschen schwierig, gibt es nicht. Ja, ich wollte Harpier, gibt's auch nicht. Ja, gut, fair, aber Topf der Gier klebt mir ja an der Hand in den letzten Folgen. Dementsprechend bin ich der Meinung, dass es ein guter Mate hier ist. Meinst du, Topf der Gier klebt dir an der Hand? Ja, na, das ein oder andere Mal. Ja. Mir doch nicht. So, guck, er lächelt dich auch an. Ja, und zwar gleich. Oh nein! Denn hier habe ich ihn, der Topf der Gier! Er hat mit 2 Karten von meinem Deck zu ziehen, so. Vielleicht hätte ich doch den nicht als Mate nehmen sollen. Jetzt ist das Glück rübergegangen. Nein! So, und dann, was machen wir dann? Ist jetzt die Frage. So, ich weiß ja gar nicht, wie du loslegst. Ich mach du, mal hier. Das weiß ich selber nicht. Entspannt erstmal die amazonische Kämpferin. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Kein Kampfschaden, das ist natürlich solide. Dann eine Karte verdeckt und dann darfst du. Ich sag mal so, meine Hand ist ziemlich gut eigentlich. Ich bin gespannt. Ziehen wir mal. Oh! Was hat er jetzt schon wieder? Es klebt an meiner Hand, Topf der Gier! Ey, komm, jedes Mal! Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Warte, darf ich dann auch nochmal beschweren? Ah, okay, das, ja, jetzt habe ich mich gespoilert. Egal! So, mein Lieber, da wir jetzt beide mit Topf spielen, kann ich auch mal richtig reingehen. Ich fange an mit Grandora. Und krieg 1000 Lebenspunkte. Ach, der, ja, und wenn er zerstört, kriegst du 2000 Schaden. Ja, das wird ja nie passieren. Wird bestimmt nie passieren. Warte, was macht das? Die ist gar nicht so schlecht. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal rein. Ganz entspannt hier, so ganz entspannte Basis. Warte mal. So. Angriff einfach mal. Somit hier, somit bisschen bumm. Ja, aber keinen Schaden. Haha, dachtest du! Ich beschwöre mein Monster! Boom! Juragedo, du kriegst sogar 1000 Lebenspunkte, das ist ja busted. Ja, jetzt kann ich ruhig 2000 verlieren. Warte. Oha, ich kann sogar mein eigenes Monster boosten damit. Ja, der ist ja voll krass. Boom! So, mein Lieber. Und jetzt, weil es so schön ist. Set 1! Set 2! Pass. Na? Meinst du, dass das wirklich eine gute Idee ist? Ah, du spielst ja Harpchen! Gegen My Valentine kannst du spielen! Nein! Warte, hier kommt er! Der Harpy, vielleicht nein! Nein! Was hattest du da? Ja, voll gute Karten eigentlich. Okay, ja, das eine ist ja auch Zauberfallen. Ach, Rettungsleine. Okay, ja. Gut, diese dumme Karte. Die magst du doch, oder nicht? Ja, aber sowas von. So. So.
Was tust du gegen meine Bordpräsenz hier, hä? Ja, guck mal, wirst du sehen, was ich jetzt tue hier. Ehrung der Verdammten. Oh nein, das ist voll gut. Hier, der ist eh schwierig zu beschwören. Quatsch, zweite Boot, easy. Boom. Was? Nein! Boom! Und 2000 Schaden, ne? 2000 Schaden. Bist du bei 8000 wieder? Tja, ich bin immer noch besser als du. Das denkst auch nur du. Ich habe hier die Harpienkönigin. Oh, das ist jetzt echt schwierig für mich. Und die wird jetzt sogar noch stärker. Oh mein Gott, ich habe einen Spielfehler gemacht. Nein, ich habe einen Spielfehler gemacht. Nein, ich habe einen Spielfehler gemacht. Nein. Oh, das höre ich doch gerne. Das ist Musik in meinen Ohren. So. Main 2 spiele ich sogar noch was verdeckt und dann darfst du. Warum hast du Ehrung der Verdammten aktivieren? Das ist sau unfair. Ey, eigentlich, ja, die Karte hat sie gar nicht im Anime, aber. Oh. Aber da muss man. Also, sie hat eine andere Zauberkarte, die sagt einfach: Zerstöre ein Monster, sie muss nicht mal abwerfen. Das ist ja noch krasser. Ah, oh, warum sind die Karten so schlecht, die ich habe? Aber du hast kein Monster. Du spielst wirklich im Mai. Ein Monster, das reicht dir. Ja, mehr hat sie ja auch gefühlt nicht gespielt. Ja, ganz ehrlich, ey, dann vertraue ich darauf, dass du einfach kein Monster ziehst. Okay. Okay, oh, das ist schon ganz interessant, ne? Ach, Junge, ich hab... das Problem ist, sie hat ja nicht nur Harpien gespielt, ja, sondern auch Amazonen. Ja. Und die sind irgendwie nicht so kompatibel. Achso. Hä? In Speed 2 gibt's sogar Skills dafür, damit die harmonieren. Echt? Ja, ja, gibt's wirklich. Ja, voll gut. Ja, aber 2-4, was soll das eigentlich hier? Das ist voll unfair. Das ist halt wirklich... Oh. Das will er nicht hören, ich weiß. Oh, nee. Warte nee, mal. Nee, nee. Oh, warte mal. Oh! Das Problem ist, deine verdeckten Karten stören mich dezent. Was kommt jetzt? Ja, es klingt ja so unspektakulär. Ein Monster verdeckt? Ja, was kann das? Warte mal, was kann das sein? Vielleicht auch einfach ein Lebenspunkteschutz, hä? Nee, was kann das sein? Warte mal. Tja. Ich find's übrigens toll, ich spiele auf einem epischen Tempel wieder. Bist wieder am Wald spazieren gegangen. Passt doch eigentlich zu Harpien. Passt eigentlich. Ja, tut's! Haha, direkt in meine Falle getappt. Ja, was ist das? Was ist das? Ja. Ja, lol, der, okay. Wiederbelebungs-Gem. Hä? Ja, Effekt hier, der wird relevant hier, sag ich dir so, wie es ist, ne? Ja, aber 1000 Schaden, ne? Ja, aber ich brauche ein Monster zum Rebooten. Ja, für was denn? Da bin ich aber gespannt. Tja, ich sag mal so, deine Setcards können mir hier das... interesting. Die Setcards können mir hier ganz schön das Leben schwer machen. Aber ich glaube, damit muss ich riskieren. Das muss ich riskieren einfach. Ich bin gespannt. Ah nein, ich will das alles nicht. Ich will das nicht! Ich werd so... Was spielt man hier oben für Fallen, Mann? Ich hab gar keine Ahnung! Ja, muss man doch wissen. Ja, was denn? Ikoras-Angriff oder was? Keine Ahnung, was spielt die denn? Nee, die gab's da noch lange nicht. Hä? Spielt die Mirror Force? Ach nee, Gott. Die hat keine Mirror Force. Ja, dann traue ich mich alles jetzt hier. Ich opfere meinen Wiederbelebungsschleim für... die Legende! Legendäre Unterwälder. Ah, 1,5. Ah, der kriegt 700 in jeder Standby. 1,5. Ja, was hast du? Axt der Verzweiflung, oder was? Heiliges Begräbnis! Oh, okay, smart. Und damit kommt mein Sogar da. Boom. So, meine Liebe, da drüben, hä? Was haben Sie? Und da das noch nicht reicht, mache ich jetzt all in alles oder nichts. Ich aktiviere schwarze Anhänger! Oh, okay. So, mein Lieber. Jetzt bin ich gespannt. Ist das ein Quick-Effekt? Ja. okay, dann gehen wir rein, ne? Also, ich habe Angst vor den Setcards, aber es muss ja sein, ne? Weißt du, Mai hat nicht Spiegelkraft. Nein! Sie hat eine andere Spiegelkarte. Den silbernen Spiegelvorhang! Was? Okay, warte, was sagt die? Er halbiert die angreifende Monster einfach spielt, wenn er selber versagt hat. Oh mein Gott, das nimmt mich ja komplett hops. Was soll das denn jetzt? Ja, das ist der andere Spiegel. Ja, das ist jetzt ein Problem, würde ich behaupten. Ja, würde ich auch behaupten. Ja, toll, ich kann jetzt auf 2000 hochboosten, das bringt ja gar nichts.
Nö. Oh nein, was soll ich denn jetzt machen, ey? Oh nee. Ich krieg 500 Schaden. Ja, haben wir zwei Probleme. Houston, wir haben ein Riesenproblem. Oh, ich habe eine Idee. Okay, ich muss diesen Zug überleben. Ich habe einen Plan. Bitte, one more turn. Ich glaube, den kann ich dir leider nicht gewähren. Ich habe nämlich den MST auf Wish bestellt. Erstmal hier. Brauche ich nicht. Ja, übertreib. Ich habe nämlich hier Fluchzerstörer. Ey, ist das dein Ernst? Ist das nicht dein Ernst? Ey, wirklich? Doch, Bahn frei, hab den Königin. Boom! Nein. Let's go, hab ihn an die Wacht. Und wie immer gucken wir natürlich, was der nächste Charakter ist. Und ich würde sagen, ich spinne mal. Let's go! Und was wird's? Ah, okay, ich hatte Glück. Fast Weevil Underwood. Aber es ist Joey Wheeler. Oh, okay, das ist krass. Ja, der 3-Geki. Aber sowas von. Ja, aber ich meine, ich bin zufrieden. Das nenne ich mal ein Zufall. Erst spielen wir gegen Mai und jetzt bekommen wir Joey. Naja, mal sehen, wie wir nächste Woche mit Joey performen werden. Aber falls ihr jetzt sehen wollt, wer das ganze Match heute gewonnen hat, schaut einfach mal bei CK Phoenix, wie gesagt, vorbei. Ist auch in Endcard verlinkt. Und wie immer wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellieren.